Wir sprechen heute über dieses Produkt hier, die Rain Today Hypo Moisture Cream von No Makeup. Und was ich von diesem Produkt halte, sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Wir sprechen heute über dieses Produkt hier, die Rain Today Feuchtigkeitscreme von No Makeup. Folgendes Produkt gibt es bei DM und das ist das neueste Produkt von No und ich habe ja schon das ein oder andere Produkt vorgestellt, findest du unter dem i, guck mal in den Ordner rein. Heute gibt es gleichzeitig auch ein Gewinnspiel, es können 3 dieser Produkte gewonnen werden. Was ihr dafür tun müsst, sage ich am Ende des Videos. Und ich habe jetzt folgendes Produkt einen Monat getestet. Warum einen Monat? Das ist wirklich eine wichtige Sache. Passt da auch bitte auf Kollegen auf, die euch irgendwie Produkte andrehen möchten. Die Haut muss sich grob einen Monat an so ein neues Produkt gewöhnen. Erst dann kannst du wirklich etwas über so ein Produkt sagen, ob es wirklich hilft oder nicht hilft. Mit No habe ich bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen gemacht und dass sie beispielsweise auf die Wünsche ihrer Community eingegangen sind und Produkte entwickelt haben ohne Duftstoffe, ohne Alkohol, sagt schon viel aus. Ich bin ein großer Fan und ich habe heute die Möglichkeit, eben 3 dieser Produkte zu verlosen an euch. Nachhaltigkeit wird bei diesem Produkt groß geschrieben, Blue Beauty, also Ocean Safety, Recycling und Upcycling. Hier wurde zum Beispiel mit Reisbruch gearbeitet. Auch die Verpackung ist beispielsweise aus recyceltem Aluminium. Und ja, schon diese ganze Verpackung ist einfach großartig, oder? Ich lieb's total. Also ich habe mir damals Veleda-Produkte nur wegen der Verpackung zum Teil gekauft. Weil das hat für mich so Hochwertigkeit symbolisiert. Man assoziiert so eine Tube auch immer so ein bisschen mit einer Salbe aus der Apotheke. Also das muss dann funktionieren. Und das habe ich natürlich immer noch so ein bisschen. Das Schöne ist, die ganze Sache steht auch. Und natürlich wurde bei der Verpackung wieder darauf geachtet, dass es keine Überverpackung gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft habe ich schon Produkte getestet, die eine übergroße Pappverpackung hatten, wo dann irgendwie Unmengen an Hohlraum drin war. Das ist halt nicht nachhaltig, ne? Und ich habe nur eine Bitte, das wusste ich lange nicht. Und das ist wirklich nicht schlimm, wenn man das echt nicht wusste. Wenn du so eine Verpackung wegschmeißt. Wir nehmen jetzt an, die ganze Verpackung ist jetzt leer. Und du schmeißt diese Aluminiumverpackung in den gelben Sack. Dann musst du auf jeden Fall hergehen und den Plastikdeckel wegmachen. Weil in den Müllverarbeitungsanlagen wird das Ganze ja sortiert. Und wenn da noch der Plastikdeckel drauf ist, ist es relativ negativ. Also mach's runter. Ich habe es tatsächlich immer drauf gedreht bis vor einem halben Jahr. Also das ist eine Sache, die ich auch erstmal wieder lernen musste. Kommen wir zum Produkt selber. Ich habe das Ganze einen Monat lang ausgetestet. Das ist auch etwas Realistisches. Die Haut muss sich umstellen, das braucht halt nun mal seine Zeit. Und ich handhabe das grundsätzlich immer. Wenn ein Unternehmen mit mir zusammenarbeiten möchte, sage ich grundsätzlich, unter einem Monat mache ich gar nichts. Weil du kannst halt überhaupt nichts beantworten, ob ein Produkt irgendwie gut oder schlecht ist. Das kannst du tatsächlich erst nach 4 Wochen machen. Was ich ein bisschen schade finde, und ich habe es am Anfang schon gesagt, ist die Formulierung der Creme, die ist halt verflucht leicht. Zum einen gut für Menschen wie mich, die eher eine fettige Haut haben. Fettige Haut bedeutet grundsätzlich, die Haut reagiert, indem sie nachfettet, weil sie feuchtigkeitsarm ist. Also ist so ein Produkt eigentlich wunderbar. Jemand, der eine trockene Haut hat, dem wird die Creme nicht ausreichen, auf keinen Fall. Es ist Panthenol enthalten, es ist Reis enthalten und es ist Algenextrakt enthalten. Das sind tolle Produkte, tolle Inhaltsstoffe definitiv. Und man merkt auch, dass die Haut weniger gereizt ist. Also ich habe wirklich geguckt, dass ich nur die beiden Produkte verwende, um euch halt wirklich so realistisch wie möglich Antwort in diesem Video zu geben, wie das Produkt funktioniert.
weil ich eben doch auch mit hochwertigen Inhaltsstoffen arbeite und ich wollte halt so wenig wie möglich abgelenkt sein. Das ist halt ein wunderbarer Gegenspieler eben zu dem Serum, das ich am Donnerstag vorstellen möchte. Und auch von dem Serum möchte ich dir heute schon sagen, gibt es 3 Produkte zu gewinnen. Ich habe das Produkt einmal am Tag verwendet, bei einer Menge, also du sollst eine Erbsengröße verwenden, das reicht auch vollkommen aus. Ich habe immer wieder dann auch probiert, ein bisschen zu viel aufzutragen, da sagt dann die Haut sehr schnell nein. Gerade in Verbindung mit den Stellen bei mir hier, die mögen halt ein bisschen reichhaltigere Pflege. Und da habe ich halt einfach auch ein bisschen versucht, da ein bisschen mehr aufzutragen. Und das zieht dann aber nicht mehr so wirklich ein. Also eine erbsengroße Menge reicht definitiv aus. Und dann ist der Preis von 14,95 Euro auch vollkommen okay. Das Ganze reicht dir also aus, aber es ist aufbrauchbar. Das ist das, was ich immer wieder sage. Wenn Hersteller zu große Größen herausbringen, das ist zum Teil einfach überhaupt kein Schnäppchen. Wenn dir das Produkt dann irgendwann kaputt geht und du das Produkt wegschmeißen musst, hast du überhaupt nichts gespart. Und dann ist es halt eben auch noch so, wenn hochwertige Inhaltsstoffe verarbeitet sind, dann die gehen halt mit der Zeit auch kaputt oder verlieren ihre Wirkung. Von dem her, guck da immer so ein bisschen drauf und das ist eben so eine relativ kompakte Größe. Hier sind 50 Milliliter enthalten, wie schon erwähnt, die sind aufbrauchbar. Aber die Creme, die hier drin steckt, die ist recht ergiebig. Also du brauchst da nicht unwahrscheinlich viel. Und sie zieht recht gut in die Haut ein. Also wenn du jetzt wie ich nicht so diese Probleme hast, die ich hier in der Partie habe, dann ist die vielleicht was für dich. Man kann ja eben auch noch eine andere Creme drüber machen, so wie ich das bis jetzt immer gehandhabt habe. Und das war halt dann nicht zu viel. Es war für mich was Positives, eben noch einen Sonnenschutz drüber zu machen und eben nicht zu fettig zu sein, wo ich ganz oft eben bei einer Tagescreme Probleme habe, die eben zu reichhaltig ist, plus die Sonnencreme. Das geht halt eben nicht, ne? Und ich finde halt die Wirkung von ihr auch echt gut. Also ich habe schon lange keine Rötung mehr im Gesicht gehabt. Man gewöhnt sich da halt sehr schnell dran, dass du eben keine Reizungen mehr im Gesicht hast. Und das ist eine tolle Sache. Die Marke heißt ja No Make-up. Also sinnbildlich kein Make-up. Wir kennen das von anderen Marken, wo Models hingestellt werden, die eben auf kein Make-up geschminkt werden, aber doch eben geschminkt sind. Und du dir denkst, wow, die haben aber eine super Haut beieinander, aber sie sind geschminkt. Caro und ihre Angestellten handhaben das anders. Sie gehen ungeschminkt auf die Messen und möchten einfach uns Kunden nichts vormachen. Vielleicht ein bisschen Wimperntusche und das war's. Und das hat mir damals unwahrscheinlich imponiert, das kann ich dir sagen. Also daran hast du halt einfach gemerkt, die sind absolut ehrlich mit uns und dann wollte ich das auch unbedingt testen. Du hast die Möglichkeit, 3 von diesen Produkten zu gewinnen. Das ganze Gewinnspiel geht einen Monat. Du guckst mal unten in den ersten Kommentar, da habe ich dir die Regeln reingepackt. Du hast im Laufe des Videos ein Wort gesehen, was ich dir eingeblendet habe. Das schreibst du mir bitte in die Kommentare. Zusätzlich möchte ich von dir wissen, was für ein Hauttyp du bist und was du dir von diesem Produkt wünschst oder erwartest. Schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, wünsche dir alles Gute, dass du auch bei dem Gewinnspiel gewinnst. Guck auch am Donnerstag bei dem Video rein. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.